Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Infinite Fusion. Hier 93 Stufe. Wir sind endlich nach langer Reise in Viola City angekommen und der Sound. Der bringt mich einfach wieder zurück. Ich meine, damals schon mit Pokémon Silber, Pokémon Kristall und dann halt später die Remakes. Da habe ich dann ja mir Soul Silver geholt. Und das ist ja im Grunde auch nochmal eine Neuauffassung von dem Spiel, von der Musik und ja. Ich bin jetzt hier unterwegs, vorher war ich in den Alpha-Ruinen gewesen, habe dort eine Fusionsbestie, der bin ich begegnet, einer Raikou-Suicune-Fusion, die tut jetzt hier einfach rumlaufen, also anscheinend kann ich die dann zufällig treffen und da habe ich auch so ein Gerät, den Tracker, genau. Ist roaming around Route 35, wisst ihr was, das tue ich doch registrieren, wenn ich das kann. Das war die F-Taste, oder? Nee, war das die G-Taste? War das die D-Taste? Die D-Taste. Und jetzt kann ich dann einfach, Town Map, Teleporter, damit kann ich hier überall fliegen. Pokerradar, den habe ich so gut wie gar nicht verwendet. Gut, weil ich auch alle Pokémon in einem Gebiet gesehen haben muss. Gut, 35. Also ich könnte jetzt hier wirklich einfach gucken, ob das jetzt irgendwo im Gras ist. Und dann versuche ich es zu fangen wahrscheinlich. Bist du derjenige, für den ich dich halte und bist du derjenige, für den ich dich ebenfalls halte? Ist das bitte der Giovanni mit seinem Kind? Dem Rivalen, den wir dann in Pokémon Silber und Gold sehen, weil es ist ja bekannt, dass die Ereignisse in Silber und Gold 2 Jahre nach den Ereignissen in Rot und Blau spielen und da sieht er jünger aus. What the hell? Your Pokémon Trainer? Pff, you look weak. Yep, das ist er. Das ist er. Die ersten Worte und er denkt nur, du siehst schwach aus. Du bist es. Giovanni. Hä? Hello, Jovo. Team Rocket had some great plans for the world, but you kept making it difficult for us to take it on to the next level. I left the Viridian City Gym. Its next owner will be that rival of yours, Busty. Sagst du noch was? Nein. Der hat sich also hier wirklich niedergelassen und in einem Event in Soul and Silver sieht man ja, dass er eigentlich sogar dem Ruf von Team Rocket, also die sind ja wieder vertreten, nachgekommen wäre. Aber dann haben wir ihn ja durch eine Zeitreise, also der Protagonist aus den nächsten Spielen hat ja durch eine Zeitreise mit der Hilfe von Celebi ihn aufgehalten und deshalb ist er nie gekommen. Was wäre passiert, wenn er zurückgekommen wäre? Dann hätte ihn halt der Protagonist wahrscheinlich wieder besiegt und dann hätte er sie wieder zurückgezogen, weil ich denke, verdammt nochmal, zweimal von dem Kind besiegt, das kann doch nicht sein, hä? That house over there, people say that it belongs to a high-ranking member of Team Rocket. Hm? Und wer ist die Mutter? Also es gibt ja diese verschiedenen Offiziere, nenne ich sie einfach mal, in Team Rocket. Und da gibt es eine rothaarige Frau und man vermutet ja, dass das die Mutter ist, ja. Faulkner from the Violet Pokémon Gym is a young trainer. He just inherited his father's gym, but I can see him doing a great job with it. Ich finde es immer noch so toll, dass das einfach in der Vergangenheit spielt, weil dadurch werden ja einige Ereignisse anders dann geschehen oder Sachen, die wir kennen aus der zweiten Generation, die sind noch gar nicht. Was ist denn hier? Also Moment. Ach so, das ist die Schule, stimmt. Oder ist es eine Schule? Ich glaube, das ist eine Schule. The mind is a powerful thing. Through years of meditation, we have achieved the techniques that can fool a Pokémon into forgetting its original trainer. But if it costs you 50.000, is this really what you want? Hä? Yo, shit. Ach! Damit kann man die OT ändern, aber welchen Nutzen würde das haben? Vielleicht höchstens was für die Pokémon-Lotterie vielleicht? Hm? All I want to learn about is Pokémon-Battling. But first we have to learn grammar and mathematics and all that boring stuff. I can't wait to be 10 years old. Natürlich, und dann gehst du allein in die große Welt und dann musst du hier noch haushalten, musst hier durch Mathematik dir errechnen, wie viel Geld habe ich denn, was kann ich denn alles ausgeben, wie viel kostet denn das? Und Grammatik, du musst ja auch mit den Leuten reden können, du kannst ja nicht immer sagen, du hier, ich kämpfe, Bugga Bugga. Ne?
Das ist so in der Schule. Man lernt erstmal die Grundlagen und später, wenn man weiß, in welche Richtung man geht, dann kann man sich nochmal hier spezialisieren. I traded my best Pokémon to the guy beside me. Bitte was? Hä? The Pokémon I just got is holding something. Your best Pokémon. Na, hoffentlich hast du auch ein gutes Pokémon zurückbekommen, hä? Irgendwas in den Spinden? Nein? Du und Tarnil? Come on, build them. Use your powers. Dad gave me this Pokémon, but I can't get it to do anything. Ach, it's so frustrating. It's only interested by metallic objects. Maybe I should go get a gym badge and give it to it. Wie Sie wollen Sie damit erklären, warum Pokémon mit einem höheren Level einem nicht gehorchen? Oh, sie interessieren sich für glitzernde Dinge. Du hast viele glitzernde Orden. Ich gehorche dir, Meister. Soll das die Erklärung sein? Bitte was? Wo geht's denn hier lang? Ich laufe über die Schränke, ich springe über sie. Miau. I'm taking notes of the teacher's lecture. I'd better copy the stuff on the blackboard too. Ist es so, ist es produktiv? Ist es produktiv, wenn der Lehrer sich auf zwei Klassenzimmer verteilt? Hallo? 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 Ach, der schläft wahrscheinlich mit offenen Augen. Was ist denn hier, wenn ich hier weitergehe? Die Schule scheint mir größer zu sein. Ah, dann sind wir hinten und hier ist sogar ein kleiner Kampfplatz. Come on, Perlewag. Ribbit, ribbit. Bitte was? Ribbit, ribbit. Du bist doch gar kein Frosch, du bist eine Kaulquappe. Ja, du bist ein Visor, du kraust doch nicht, oder? You can do it, Sandtreat. Und das Sandtreat? Alle hopp. Ja. So, da haben wir natürlich auch hier den Knuffensetum, ein Energy Root. Eine Kraftwurzel, alle hopp. Will ich da schon rein? Ich warte erstmal ab, was ich hier nämlich noch alles finden kann. Der hat was von Falkner gesagt, dass der hier auch gerade erst die Arena übernommen hat und im Hotel. Ich habe so viele Aufgaben. Na, gucken wir mal, was die hier alles von mir möchten. Vielleicht kann ich ja gleich ein paar Wünsche erfüllen. Für ein Happy End bin ich immer wieder da. A bunch of Pineco have started appearing on the way to Cherry Grove City. Cherry Grove City? Cherry Grove City? Meinen die Mahagonia City vielleicht? Weil Cherry Grove sagt mir jetzt nicht, oh, das ist ein neuer Ort. They keep exploding and I'm worried about the kids. You look pretty strong. Do you think you could get rid of them before they hurt anyone? Natürlich. Diffuse the pine cones. Was soll ich machen hier? Einmal knipsen. Hier einmal die Puls. Alter. Get rid of all the Pineco and Route 31 and Route 30, okay? Hey, I need your help. I spent the entire day enjoying the beautiful weather with my Slowpoke today. Sniffing flowers. But when I came back, I noticed that Slowpoke had lost its tail. I'm not sure what it happened. It must have fallen off by sniffing a flower with a peculiarly strong scent. So now I need your help to find it back. Think you could help me out? Okay. Oh, thank you so much. We spent the entire day sniffing flowers, so I'm not sure exactly where I lost it. Was für Blumen hast du denn gerochen? Hm? Vielleicht was mit sinneserweiternden Substanzen. But it's gotta be somewhere in Violet City for sure. I'm counting on you. Find Slowpoke's tail. Finds a Slowpoke tail in some flowers somewhere around Violet City. Und was will er mit dem Schwanz? Also es ist ja nicht... Ich vermute ja, es ist wie bei einer Eidechse, dass der Schwanz wieder nachwachsen kann, oder? Weil... Oder will er den wieder antackern? Slowpoke sind ja ziemlich langsam, was ihre Reaktion angeht, ja. Stellt euch vor, der macht dann... Und dann drei Stunden später... Merkt er, also ist der ja da. Oh, er hat hier irgendwie Blutaderchen getroffen. A waterfall. It runs forever, yet it doesn't move at all. Its vast stillness of water becomes an uninhibited force of nature. Ja, und da bräuchte ich Kaskade, um hochzukommen. Irgendwas werde ich das sicher finden, wenn ich Kaskade kriege. Moment, ist da was? Ist da was? Ist da was? Okay. Irgendwo in dem Blümchen. Blümchen? Moment. Okay. Anscheinend hier nichts zu finden. Hier ist auch noch ein paar Blümchen. Ich will nichts davon. Hab. Okay, hier nichts. Moment, einmal drum denn.
auch nichts. Irgendwelche Blümchen, wie sie geschnabbert haben. Hey, Slowpoke, da haben wir's schon. I wonder who this could belong to. Pff, wem wohl? Eine Fleckmann-Route. Sicher keinem Turtok. Hat ja nur ein stummes Schwänzchen. So, ich habe ja schon was gefunden. Was willst du damit machen? So, did you find my Slowpoke's tail yet? You did? Wow, thank you so much. I'm not sure if I'll be able to stitch it back on him. Nimm den Tacker. But Slowpoke will be really happy to have its old tail back regardless. Here, please accept this as a thank you gift. Für Defense 3, was ich nicht nutze. Na gut, ich kann es verkaufen. Quest completed, jawohl. Und wie viele muss ich jetzt nochmal absolvieren, um eine Belohnung zu bekommen? Sie sagt, you can start according to my intel, except the quest 31. In progress 9, completed quest 22. How did you know that? Yes, that's my secret. I have no more rewards to give you. Thanks for helping all these people. Bitte was? No more rewards, das heißt, ich kriege keine extra Belohnung mehr, sondern nur das, was die Leute mir geben. Was ist aber auch schon was Feines, hä? So, servus. You're top trainer from Kanto? Ho ho ho, then you should check out the Ruins of Alf. Rumor has it that there's a legendary Pokémon that no one could identify has been sighted in the area. Ja, und den Yusin habe ich ja auch schon getroffen und das war irgendwie umgedreht. Eigentlich habe ich ihn jetzt hier erst getroffen, dass er hingeht, aber danach habe ich ihn schon dort getroffen, wo er dann die Bestie gesucht hat und dass er nicht auf die Idee kommt, das Loch unterzugehen, keine Ahnung. Team Rocket was up to no good in Kanto, but justice prevailed. A young kid broke him up. I heard all about it on the news. Das bin ich. Ich bin der kleine Knirps, der hat sie zerschlagen. Wie einen Spiegel, da 7 Jahre Pech für mich. The guy named Bill made the Pokemon PC Storage System. Bist du ein Fangirl, hä? Erzählt sie jedem vorbeigelaufenen Typen nur von Bill, Bill, Bill. Bill ist es thrill. Ist das ein Robot da, was in dem Topf? I learned martial arts with Chuck. Ah, Moment, der hier Chuck Norris? Nee, er meint hier in... He's a gym leader in Cyanwood City, but he went looking for the perfect training spot somewhere in the Sevai Islands. Och, wie heißt der nochmal? Das ist der von Faustauhafen. Puh, das ist zu lang her, ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Im Moment. Ich glaube, Faust hieß der einfach Faust, wie hier, psch, ins Gesicht. Falkners Vater used to be the gym leader here. He was a very respected trainer. It will be hard for Falkner to live up to his reputation, but I'm sure he'll make a name for himself in no time. Das wäre cool gewesen, wenn wir seinen Vater getroffen hätten. Das ist doch ein Mobile. Sieht zumindest aus wie ein Mobile. Vielleicht ist es auch ein Mobile. Ein totes Mobile? Stone Dead? Oh, bist du Trainerin oder... Entschuldigung, ich habe... ich habe irgendwas im Hals. Und das nennt man Zäpfchen. I saw a wrinkly tree up ahead. If you touch it, it squirms and dances. Cool. Und wenn deine Haut nach 3 Stunden blau wird, dann solltest du einen Arzt aufsuchen. Okay, soweit hier, glaube ich, alles gesehen. Viola City ist keine große Stadt. Ja, ich bin ja gespannt, wenn wir nach Neuborg hier kommen und dann Professor Lin treffen, ob wir vielleicht einen weiteren Starter kriegen. Welchen würde ich mir nehmen, weil im Grunde, ich habe ja schon 2, mir würde nur noch ein Divier fehlen. Guntoch. Only monks are allowed upstairs. Please stay on this floor if you came here to pray. Das sind doch hier diese Säulen, die das tragen, oder? Kann ich hoch, oder? Ich kann hoch, aber... Aha, interessant. Also, der sagt zwar, hey, ich soll unten bleiben, aber ich schnuppe. Genau. Mein neues Pokémon im Team. Polyphemus. Von grausiger Gestalt mit süßem Schrei, Polyphemus ist dabei. Meine Incognito Nidoking-Fusion. Ich glaube, die werde ich jetzt auch sofort mal einsetzen im Kampf. Die hat's faustig hinter den nicht vorhandenen Ohren. Servus. Hey, you shouldn't be here. Ach, Moment. Ah, muss ich mich jetzt hier durchschmuggeln oder was? Hä? Yeah, you shouldn't be here. Interessant. In Gold und Silber wollen die kämpfen, aber hier nicht. Okay, wisst ihr was denn, ey? Dann probiere ich mal was.
Moment mal. Ich dachte gerade, die Musik hört sich an wie dieses eine Team Rocket Lied. Gleich gibt es Ärger, richtig Ärger. Gleich gibt es Ärger, richtig Ärger. Als der Pokémon rauskam, da gab es ja sogar hier CDs mit den ganzen Musiken, ob nun hier direkt aus dem Anime oder halt dann selbst kombiniert. Gut, wie guckt der? Okay, so weit kann ich laufen. Gut, wenn er nach unten kommt, dann laufe ich los. Ja. Bin gespannt, ob die sind ziemlich kurzsichtig, hä? Ne, langsichtig eher, wenn die mich nicht sehen. Ob ich eine Belohnung kriege, wenn ich das hier schaffe? Oh, jetzt wird's dunkel. Okay, wie läuft der? Der kommt. Okay, den kann ich ganz einfach aus dem Weg gehen. Schau nach oben. Yo. Ich bin der Stealther. Oh oh. Oh, Backe, das war knapp. Dreh dich nicht um. Ah! Okay, okay. Puh, ich habe schwitzige Hände. Super. Tatsache, Sprout! Oh, und ich werde nur auf die nächste Ebene befördert. Das ist ja cool. Und? Ei. Ach, wenn so. Das ist nur, sobald die mich berühren. Okay. Sprout! Okay. Und los geht's. Nun geht's auf Schnelligkeit an. Wahoo! Sprout! Puh, ich hoffe, es lohnt sich für das, was ich hier krieg, dass ich hier Marathon aufstelle. Sprout! Nein! Vorsicht, sonst komme ich mit meiner Heckenschere. Ich habe eine Heckenschere hier im Inventar. Hä? Verdammt nochmal. Ich dachte, ich hätte ihm aus dem Weg gehen können. Sprout! Verdammt nochmal. Okay, ausgewichen. Die bisschen wie bei Pac-Man, die verfolgen mich hier. Hä? Und durch. Ah, verdammt nochmal. Nächste Ebene. Und ganz schnell Utrigarius haben wir auch noch hier, oder was? Und... Verdammt nochmal. Bitte nicht... Verdammt. Also, super. Ich war eigentlich schon am Ende gewesen. Dann war ich aber zurückgelaufen. Aber hätte mir den Weg sparen können. Erwischt. Gut, achso, das sind Löcher. Alter, das sind Löcher, die hab ich nicht als Löcher hier erkannt. Whee! Reaping Bell, ja. Sprout! Das ist interessant. Los, lauf! Nein! Oh, verdammt nochmal! Wieso habe ich nicht reagiert? Okay, Sprout ab. Das kriege ich hin. Ella Badge. Haha, schön am Rand entlang. Ach, du liebes bisschen jetzt auch noch hier mit Sach 10, ja. Also, die sind einfach nur im Kreis herum. Und Tanz. Und Tanz. Und Tanz mit dem Sack 10, ja. Sind das hier. Sind das Shiny Knofenser? You found a gold. Goldbed Boots? What? Was ist das? Boots mounted with a spring. They can be used to jump over small gaps? What? Moment, sind die echt? It's a golden statue of Bellsprout. Take it? Wieso kann ich die nehmen? Das wäre doch hier stehlen. Obwohl ich ja auch diese Goldbit Boots jetzt gestohlen habe. Wisst ihr was? Ich fall einfach. Okay, wie?
und Sprout! Und hey, you shouldn't be here! Ich habe jetzt also Stiefel? What the hell, was? Da ist ein Schatten. Was? Wieso? Der Typ ist auf einmal weg. Und wenn ich da jetzt hingehe, dann kann ich die Leiter hochklettern. Das war ja wirklich interessant. Wie, ich habe jetzt die Fähigkeit, über kleine Vorsprünge zu hüpfen. Verstehe ich das richtig? Also wenn ich wo runterhüpfe, kann ich da auch wieder hochhüpfen. Also wenn... Das ist ja praktisch. Sehr praktisch. So, was sagt die Zeit? Pff, ich habe es locker Zeit, jetzt noch die Arena zu machen. Denn ich brauche ja noch mein... Ich muss ja einen Weg nach Take City finden. Und so wie ich verstanden habe in dem Walkthrough, was ich mir angeschaut habe, das geht ja nur über den langen Weg. Workup. Alles klar, ich habe... Workup war Protzer, oder? Und diesen Weg geht nur über Neuborgia. Frage ich mich zwar, warum das Ganze, aber gut, wir haben da irgend schon einen Plan, werden die schon haben, wenn es hier heißt, Take City ist vielleicht die letzte Arena, die man dann finden kann. Könnte damit vielleicht zu tun haben, weil in Take City ist der storytechnisch viel verbunden mit Lugia und Ho-Oh. Und so wie man halt dann in Kanto. Ich muss gerade trinken. Die Geschichte mit Arctos, Zapdos und Lavados hatte, hat man hier die Geschichte mit Lugia, Ho-Oh, Suicune und Entei. Was sehe ich hier? Moment. Soll das da unten so zu sehen sein? Oder sind es hier acht, oder sind es mehrere Ebenen? Wie oder was? Gut. Servus, mein Freund. Hiya, Mr. Slick Champion. Falkner is a master flying Pokémon. Strong winds blow in this gym. Try not to lose your footing. Take this. Fresh water. Auf einmal kommt der Wind. Könntest du mir lieber ein paar Starschuhe geben, die mich hier festhalten, hä? So. Strong wind is blowing overhead. Okay. Ich spüre nicht wirklich was vom Wind. Sollte das jetzt ein Elevator going up? Ich bin gerade verwirrt, was ich hier sehe. I hope you aren't afraid of heights. Ach, da ist jetzt der Wind aktiv. Sehe ich hier irgendwie... Sind es mehrere Ebenen und soll man hier die Übergänge sehen? Ninpass. Was für ein Schnauzer, aber du hast hier deinen kleinen Scheren, damit kannst du dir selber hier die Nasenhaare schneiden, hä, wie es aussieht. Was machen wir? Bist du ein Stahl? Stahl oder was? Stahl oder Gestein? Ne? Nein, du wieder. Schau mir nicht ins Köpfchen. Ansonsten wirst du Sachen sehen, von denen du nicht mal erzählen sollst. Und da muss ich ja erstmal jemanden mit Portemonnaie öffnen. Das hat einen großen Reißverschluss. Muss dir wissen, was hier. Geh ihm, dass du hier die Klappe hältst. Cthulhu 53. Yo. Safeguard. Bodyguard. Möchte ich das? Brauche ich das? Nein, danke. B-Magius. Okay, lassen wir was. Machen wir mal das Polyphemus ernster Auftritt. Ihr Schrei passt überhaupt nicht, aber dieses Design ist so cool. B-Magius. Ah, war mir klar. Traun Magil und Bibor. Mit dem kleinen Bienenstock an dem Hut. Schön, schön. Okay, was haben wir denn Schönes? Das kann ich nehmen. Hidden Power. Machen wir das mal. Felsdinger. Genau ins Herz. Achso, stimmt. Haha, wenn du mich stichst, dann wird mein ätzendes Blut aus mir herausschießen. Und die vergiften, jawohl. Gut. Megahorn. Ich glaube, das bringt mir gar nichts. Weil das ist hier Käfergeist. Seine Käferattacke ist sehr effektiv, weil Polyphemus ein Psychotyp ist. Nicht so effektiv, das haut aber rein. Tut mir leid, Polyphemus, da habe ich hier wirklich den falschen Gegner für dich ausgesucht. Und dann machen wir. Noble King! Felsdinger, das ist doch der letzte Stich. Wenn man damit einen Gegner besiegt, dann steigt der Angriff massiv. Aber bitte was? Jetzt? Wo es funktioniert hätte mit dem Erledigen, da wolltest du es nicht machen. Wie du willst. Schattenstoß. Wudi-Buisi. Unterm Rock hier.
Und dann bist du erstmal erschreckt und musst aufs Klo gehen. Haha. Oblivion Level 50. Dankeschön. I lost my balance. Hau dir nicht den Schädel auf. The wind blows you down to 2 steps. It's all about rhythm. Danke, dass du mir erklärst, wie das funktioniert. Also, es tut mich 2... Kraftwurzel 200. Das machen wir doch mal. Also 2. Also, das soll so sein. 2. Okay, und warten. 1, 2. Und puste mich. 1, 2. Jo. Willst du nicht kämpfen? 1, 2. Puste mich. Oh oh. Hey. 1, 2. Das war, hat genau gepasst. Dankeschön. 1, 2. Yep. I'll make you fall off the platform. Keine Sorge, der Wind, der bläst mich sofort hier runter, denn ich bin ein Leichtgewicht. Ich glaube, ich bin... Ich weiß gar nicht... Nee, Leichtgewicht bin ich im wahren Leben nicht. Startula? Starmir und Voltula. Aha. Galvanula, Vol... Ja doch, Voltula im Deutschen. Mit dir kann ich mich anfreunden. Du hast hier nicht 8 kleine Augen oder 4 kleine Augen. Wie viel Augen haben Spinnen? Ich glaube 4 kleine. Sondern ein großes Auge, da kann ich mir einfach... Schön hier mal drüber putzen. Einmal ja crunchen und manchen. Beiß ich dir das eine Auge aus, da kann ich mich hier fokussieren. Was wollte ich sagen? Genau. Ich bin wahrscheinlich kein Leichtgewicht, aber ich bin eher leicht. Ich habe mich leider nicht mehr gewogen, aber wenn ich mich schätzen müsste, vielleicht knapp nur... vielleicht 80 Kilo vielleicht. Was haben wir hier? Armchor. Das klingt mir nach Arm, irgendwas mit Armen oder was mit Armor? Armor, der Gott der Liebe. Willst du mir Liebe geben oder Hiebe? Ach, an Armaldo und Skorkro. Ja, super, dich treffe ich gar nicht. Megahorn. Nicht so effektiv. Ah, natürlich. Eine Kiefer-Attacke gegenüber. Ernsthaft. Finde ich jetzt hier nur Gegner für Polyphemus, gegen die er schwach ist? Was für ein Timing. Onkel Dolo, du müsstest hier... Zum Teil müsstest du hier Gestein sein. Daher meine schöne Wasserattacke, um dich zu ertränken. Machen wir mal Lake. Blablabla. Macht's mal Wehrschaden, wenn er geschwächt ist, wie jetzt. Kann man aber auch normal natürlich einsetzen. So, jetzt kannst du sogar 120 Schaden machen. Und dazu der Stab-Bonus, also 60. Die Hälfte von... Gute Frage. Stab-Bonus heißt ja die Hälfte der Attacke. 60. Wenn es dann verstärkt ist, 120, macht es dann 60 dann... Verstärkt also damit 180 Schaden oder muss man das 30 von dem Grund rechnen? You lad. What lad? I'm a mate. So. Go ahead, Falkner's waiting. Na, Moment, ich tue erstmal hier auffrischen, ein bisschen Wasser für Polyphemus. Hey, hast du das große Auge gesehen? Muss immer befeuchtet werden. Okay, puste. Und bitte pusten. Und ich habe das Gefühl, das an der Seite sollte man nicht sehen. Das ist irgendwie ein kleiner Glitch. Gut, wir sind schon angekommen. Apropos, das ist mir gar nicht aufgefallen. Es gibt gar nicht mehr die Regelung, ja, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Pokémon nimmt, weil er hat immer ein volles Pokémon-Team. Habe ich natürlich auch. Und er hat... Aber was neu ist, ist, dass anscheinend hat wohl jeder Johto-Arena-Leiter sowie Top 4 eine... legendäre Pokémon-Fusion. Bei der Bianca war es ein Regigigas. Ein Regigigas mit einem Mimikma. Mimikma, ja. Und in Azalea City hatte der Kurt ein Roserade mit einem Suicune. Da bin ich gespannt, was du jetzt hast. I'm Falkner, the Violet Pokémon Gym Leader. My father was a leader here before me. And my grandfather before him. Moment. Ich habe Haar im Mund. Aber keine Sorge, das ist mein eigenes. Our family has mastered flying Pokémon for generations. You cannot win this. I'll show you the real power of the magnificent flying Pokémon. Seit Generationen haben wir einen Vogel. Was gibt's denn da zu lachen?
keine Sorge. Alles gut, ich lache gerade über meine eigenen Witze. Skyshot. Oh. Xerox und Taubos. Hm, ja, hat schon was hier mit den stehenden Flügeln und dem Schnabel. Okay, was machen wir? Aquatail ging daneben. Nicht der Schwertanz. Hat er irgendwas um mir? Oh, super, der kann hier... Ich dachte, du setzt hier eine Käferattacke ein, weil ich hier ein Unlichttyp bin. Aquatail und nochmal Aquatail, Full Restore. Der hat einen Schlag eingesetzt und da machst du schon deine Top-Genesung? Aquatail again. Und down to the count, dieser Ariados. Haha, das soll aber ein täuschen, ja? Es ist nicht das normale Ariados, wahrscheinlich Ariados und Gyarados fusioniert, endet ja gleich. Da hab ich doch hier meinen Donnervogel. Ich hab's gewusst. Alter, ist es jetzt noch eine Spinne oder ist es ein Tausendfüßler? Donnerschlag! In das große Gesicht mit den Zähnen beißt bloß nicht zu. Schluck nicht, das sage ich kaum zu anderen, aber in dem Fall meine ich's, wie ich sage. In welchen anderen Kontexten sage ich hier was mit Schlucken? Wenn du meine Freundschaft, meine Liebe schlucken sollst. Metaphorisch gesehen natürlich. Volkakross. Also irgendwas mit Volcarona, also Ramoth. Also er hatte zumindest schon mal einen. Was? Oh mein Gott. Der hat sogar Flug-Pokémon, fällt mir gerade auf. Garados? Ah, das habe ich doch, glaube ich, schon mal gesehen. Die Heracross, also Scaraborn. Ramoth-Fusion. Er hatte jetzt bisher schon zwei Flug-Pokémon. Hey, du wischst ja deinem Typ gerecht. Ein Fokus-Blast? Nicht so effektiv, weil ich hier einen Flugtyp bin. Blatsch! Bitte was? Du hast dir einen Brennorb gegeben? Wieso das? Bugbass. Bzz, 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 bzz. Cthulhu kommt, ne? Es würde zwar passen, wenn es ein Drachentyp wäre, aber die Kombination Flugwasser ist nicht schlecht. Platsch. So, okay, jetzt hoffe ich, dass ich schneller bin. Dann kann ich dich mit einer Lage hier und einen Tisch putzen. No, gerade noch. Plätscher, plätscher, plätsch, plätsch. I was taking a bath. Aber leider warst du weiter Hitz gewesen und hab einen Hitschlag bekommen. Doktor. Und Mondbeatmung, bitte. Oblivion 51. Yo, Bimorta. Also ist es... Morta, also ist das Magbrand und Bibor? Vielleicht könnte da Polyphemus helfen mit seiner Bohnenattacke. Schau nicht ins Auge hin, welches er hat hier an den Klauen. Er hat einen Knien und an dem. Tatsache, hat er recht gehabt. Oder auch im Gesicht. Fireblast. Heidewitzka. Bitte was? Ach so, weil dein Leben so abhat. Ich dachte schon, wieso macht es so viel Schaden? Gut, wahrscheinlich auch größerer Levelunterschied. Summary. Wie ist deine Verteidigung? Spezialverteidigung 100? Eigentlich auch 100, über 100. Also, das sollte eigentlich gehen. Gut. Dann machen wir, bekämpfen wir mal. Und der Levelunterschied wird auch nicht. Gut, wirklich wahrscheinlich, weil es ein Lebensorb hat und sein Angriff ziemlich hoch ist. Gut. Bekämpfen wir mal Feuer mit Wasser. Plotsch. Haha. Bibor ist ein Käferflug-Pokémon. Nee, Käfergift, was sage ich da? Janesekt. Wir haben noch nicht die legendäre Fusion gesehen. Janesekt ist Janma und... Oh, da haben wir schon die Fusion. Da werden wir die Fusion sehen. Das ist wahrscheinlich Janma oder Janmega mit Genesekt. Da ist sogar ein Flug-Pokémon dabei. Hey. Und, wie sieht's aus? Wow. Okay, ja, ich sehe die Körperform von Genesekt. Ansonsten sieht es einfach, sage ich mal, aus wie eine entwickelte Form von Janmega. Oder ein altertümliches Janmega. Das ist ein Effekt, weil es ein Stahltyp ist, natürlich. Dann machen wir mal Shadow Sneak. Bitte was? Die Attacke ging daneben. Was sagst du da? Gut, einmal ausgetauscht. Was ist dein vorletztes Pokémon? Buttertails. Oh. Und wie fühlen sich die Schweife an? Seidenweich? Aber dich kann ich vergiften. Quiverdance. Tritt bloß nicht auf einen deiner neuen Schweife. Attack Mist. Oh, komm schon, ich will dich. Oh, nicht brennen, ich will dich vergiften, ich will dich leiden sehen. Nein! Eieiei, meine Pokémon fallen wie Dominos. Gut, gut,
Gut, was tue ich, was tue ich, was tue ich? Dann machen wir mal Oblivion. Diese drei Pokémon haben Nachteil gegenüber dem Käfertyp. Oh, und das hat ja 10 Level Unterschied. Das ist ein Problem. Power Jam, komm schon! Ah, nein, das ist hier vierfach stark. Oblivion, kannst du vergessen hier. Okay. Oh je, ob das jetzt noch was wird? Natürlich wird das was. Ich beiß mich durch. Einmal hier fliegen. I believe I can fly. I can punch the sky. Und dann fällt er auf dir auf den Kopf. Wie bei den Galliern und den Römern. Bei Totates. Bam! Ach, wirklich. Das hältst du aus. Na warte, dann machen wir mal einen Top-Trank. Dark Shadow wird das überstehen. Bugbuzz. Okay, wie viel Schaden? Super effektiv, nur super. Dann machen wir mal Max Potion für Cthulhu. Weil Dark Shadow, der kann das nicht. Der kann das nicht aushalten. Wie stark sind die bitte? Ja? Auch mit Typbonus und allem hier ziemlich stark. Okay, Cthulhu, du bist dran. Your opponent's weak. Get him, Cthulhu. Alles klar, dann machen wir mal Poison Jab. Auf mit dem Basen und dem Schmassen. I will jabben und derben dich. Boom, boom. Jimmy ist about to send in Jana Sekt. Lachen wir das? Ja, erstmal mit Cthulhu ein bisschen schwächen. Moment. U-Turn. Du bist ein Stahltyp, daher wird die Flugattacke nicht viel Schaden machen, oder? Ah, es ist ausgeglichen. Aber Level 65. Speed Boost. Es wäre schön, wenn du verwirrt wärst. Die Kiva-Attacke könnte Schredder zusetzen. Komm schon einmal in den Mixer rein. Okay, ich muss ihn nur so weit wie möglich schwächen. Und nochmal hier Lake. Mit einem U-Turn. Ah, nicht so effektiv, aber das hat reingehauen. Speed Boost. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist nicht voll, aber hey, ich kann es schaffen. Okay, dann gehen wir mal auf eine. Machen wir mal einen Crunch. Komm schon, Lord Shredder, das hält aus. Ah, okay, da kann das gut aushalten. Crunchen und manchen und das war's gewesen. Die Sache ist gegessen. Auf zum Nachtisch. Dann, my dad's cherished bird Pokémon. Alright, Texas. Aber ich bin stolz auf dich, denn du hattest wirklich Pokémon deines Typs im Team gehabt. Sogar deine legendäre Pokémon-Fusion hatte hier den Typen Flug. Nee, Flug hatte er nicht, denn aber er hatte einen Flug-Pokémon drin gehabt. 13.000 für Winning. Na gut, ich habe ja auch das Münzamulett Schredder gegeben. You fought me remarkably. It's an honor for me to hand you this badge. Do I obtain this Selfie badge? In Deutschland sind wir nur Flügelohren, oder? You could also have this TM. It's a Pokémon move that's been with my family for generations. Defog. Nummer 100. Und Premium Wonder Trades. Ich könnte auch mal wieder ein Wonder Trade machen. My father was a leader here before me. And my grandfather before him. Our family has mastered flying Pokémon for generations. They truly are fascinating creatures. Sagst du noch was? Nee. All die schönen Vögel an ein Vogel war doch seit Feiern in dem grünen Wald. Fidralala, fidralala, fidralala. Ach, ich sollte es doch sehen. Weil das eine andere Ebene ist, weil ich da runterfallen kann. Verstehe. Gut. So, ich habe noch mal Minuten in dem Part. Was machen wir? Erstmal hier. Blub. Auffrischen. Natürlich. Jetzt diese Sache. Ändere ich was an meinem Team. Cthulhu möchte ich eigentlich noch weiter behalten. Gefällt mir. Polyphemus ist ja ganz neu und Oblivion auch. Oblivion könnte ich vielleicht ein bisschen offscreen trainieren. Ja, damit es einfach ein bisschen stärker ist, damit es nicht hier hinten nachhinkt. Gut. Ich mache vielleicht mal ein paar Wandertrades. Was könnte ich denn zum Beispiel tauschen? Oh, super. Belzebub, wie siehst denn du aus? Ja, die Custom Sprites, ja, dadurch, dass ich ja Updates gemacht habe, sind manche Custom Sprites deaktiviert. Ja, da sieht der Belzebub so aus, meine Güte. Sablasalat, du siehst noch schnicker aus wie immer. Saulita, oh ja, dich könnte ich entwickeln. Misery, du, deine Maske muss ich dir wieder aufsetzen. Hollow Knight, du brauchst ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen. So sieht Hades andere Form aus.
Wrecking Ball ist noch gleich. Wolverine. Ach, da kommen Erinnerungen hoch. All die schönen Pokémon. Spaghetti. Du frisst dich selber. Noch ein Luxray. Genau, da hatte ich ein Lapras, was ich hier von Silcomb geschenkt bekommen habe. Ponyard, will ich das behalten oder will ich das eher tauschen? Gibt es Pokémon, wo ich sage, hey, die will ich tauschen, die brauche ich nicht wirklich. Dodo, ich habe ja schon eine Dodo-Fusion, richtig? Die ganzen Sora-Fusionen, will ich die vielleicht mal eintauschen? Dass ich einfach was Neues kriege. Vielleicht schickst du... Ach genau, das war ja diese Greifenfusion, die ich mir gefangen habe. Nintik, dich habe ich auch noch aus dem Wald. Genau, eine Gardevoir-Fusion könnte ich mir vielleicht machen. Vielleicht irgendwas mit Fee. Irgendeine schöne Feenfusion. Ach, wisst ihr was? Ich bin spendabel. Ich tausche mein Shiny... Ich leg dich nur kurz ab, Polyphemus, keine Sorge. Mein Shiny Bommels wird getauscht. Darüber, ich bin kein Shiny-Sammler. Aber welche freuen sich sicher drüber? You have 17 Premium Wonder Trade Tickets. Would you like to make it Wonder Trade? Yes. Okay, Able, Peridot, hinfort mit dir. So, jetzt bin ich gespannt, was rauskommt. Vielleicht ist da auch jemand sehr großzügig und tut zum Beispiel eine legendäre Fusion tauschen. Trucker? To Trucker? Bitte was? Was bist du denn? Das bist du süß. Oh. Eine Scheinungswati-Fusion. Doch, eine reine Elektrofusion. Ganz ehrlich, das... Wobei, ich habe schon einen Elektro-Typ, aber ich mag das. Hat was Süßes. Okay, dich behalte ich. Aber ich möchte noch was anderes tauschen. Trucker. Netter Name. Wisst ihr was? Bist du jetzt eigentlich die Doppelfusion oder die Einfachfusion? Gibt es Pokémon, die ich eigentlich nie irgendwie nutzen würde? Rapaz, das lasse ich mal. Ich habe eigentlich schon eine Pikachu, also beziehungsweise Raichu-Version, dann könnte ich das mal tauschen. So. Und ich habe auch allerlei Tänzer, also dreht, schau mich an, ich möchte tauschen. Befehl Next Wonder Trade, 16 Stück noch an der Zahl. So, Pichu, Ade, Arrivederci, macht's gut, bis später. Trade Pichu away, yes! Pokémon 2. Was könnte das sein? Bäh. Ach, eine Fluffeluff Nebula Fusion. Ja, ich glaube, das dauert nicht weiter. Meine Leute, meine Rating a little. Einmal umgedreht. Ah, du hast geklitscht. Alles klar. Du bist wieder einsatzbereit, wenn du hier klitscht. So. Ich möchte irgendwie mal auch Fusionen sehen, auf die ich selber gar nicht kommen würde. Sense Fu. Fu Long oder was? Hey, ich habe gerade eine Pichu-Fusion weggegeben und jetzt bringst du mir eine Snubbel-Pichu-Fusion. Pa. Nix hier, nix hier. Elektrofee. Also es kommt entweder möchte ich ein Pokémon haben, was halt, wo ich wirklich sage, hey, das Design gefällt mir gut oder die Typ-Kombination gefällt mir. Okay, Fu, hinfort, bleib nach Frankfurt geschickt, Plaster, Lichtel und, wieder dieses Kastanien-Pokémon. Welchen Typ hättest du? Gras, Pflanze, Feuer, Iron Barbs, Es könnte sich dreimal, eins, zwei, dreimal entwickeln. Ich habe kein... Wäre das was? Ich glaube, das Pokémon behalte ich auch mal. Grasfeuer, gar keine schlechte Kombination. So. Subat, will ich dich tauschen? Ja, ich tausche dich.
Ich mache eines anderen Trainers das Leben froh, der sich vielleicht denkt, hey, ich habe noch nicht genug Supers in der Höhle gefangen, jetzt bist du auch noch hier. Ja, ich warte ein bisschen. Gut, Klitscherina, dankeschön, dass es so schnell geht. Irgendwie sieht das ein bisschen aus, als wäre das hier shiny, aber das haben wir nur eine dunkle Farbe. Trade Super, by the way, yes! Er soll noch mehr von der Welt sehen durch sein Echolot. Slug. Aha. Einfacher Name und Anorid und Haspirohr. Na, tauschen wir das mal wieder. Ich habe ja noch ein paar Wonder Trades daher. So, hab's gesehen. 12 Stück verbleiben. So. Covid. Was für ein Spitzname. Und? Porenta und... Monozyto. Psychoflug. In der Fokus. Aha. Nein, danke. Ich habe hier... Flug-Pokémon habe ich zu Genüge. Psycho-Pokémon habe ich auch. Komm, glitsch mal. Ich schaue auch nicht hin. Aha. Ich frage mich ja, was da für eine Technik dahinter stecken muss, dass man da sogar mit so einem Spiel hier online tauschen kann. Schon sehr aufwendig, oder? Und Generated Name 2. Ja, das geht hier über die Zunge, ganz locker. Oh. Ein neues Pokémon mit Koryogel. Generated Name 2. Den Namen Dance, repeat the another Pokémon's Dance Move immediately, aber. Der Name gefällt mir nicht so. Den Namen kann ich ja nicht ändern. Komm schon. Ich möchte was Gutes sehen. Daddy braucht ein paar neue Pokémon-Fusionen. So, weg mit dir. Generated Name 2. Ade. Lise. Ach, Lisi. Liebe Lisi. Radfratz und Taub... Radfratz und Taubsi, was sage ich? Radfratz und Raupi. Nee, also mit meiner Beelzebub-Fusion, da habe ich für einen der ersten Käfer-Pokémon schon gehabt. Shield, das blocks the added effect of attacks taken. Normal Käfer. Smetbow und Radikal, aber ich könnte mir vorstellen, dass die fast ja nicht so... Oi, jetzt wurdest du gerade hier aus dem Universum rausgeklitscht, hä? Das wäre vielleicht was, weil ich glaube, Kampf ist nicht sehr effektiv gegenüber Käfer. Aber dafür hat Käfer mehrere Schwächen. Feuer. Flug. Gestein. Gym. Hey, Gym. Was bist du denn? Ninja Tom und Paras. Und Paras. Bug Ghost. Aha. Wanderguard. Only super effective moves will hit. Und dann hat er halt hier ein erweitertes Moveset. Ich bin nicht so wirklich überzeugt. Ich bin ja wirklich sehr nitpicky. Sehr kleinlich. Komm schon. Ich will was Cooles. Ich will was Knackiges sehen. Knackig frisch aus dem Kühlregal. Wie eine Tafel. Nein! Alter Falter, zum Glück fragen die. Zum Glück fragen die nach, ob man tauschen möchte. Ansonsten hätte ich jetzt beinahe Oblivion und meinen XP-Share hier getauscht. Hab's gesehen. Gut. Uiuiuiui. Ja. Password 123. Was die Leute für Spitznamen hier haben und bitte. Was ist das Passwort? Hände hoch oder ich explodiere. Elektroball und Azurill. Elektrofee. Huge Power raises the Pokémon's Attack Stat. Aha. Ah, wenn ich wüsste, ich könnte den Spitznamen ändern, dann würde ich es vielleicht sogar behalten, weil ein Feen-Pokémon wäre gar nicht mal so schlecht. Oder sollte ich Cthulhu vielleicht mal eintauschen, weil ich habe ja schon ein Wasser-Pokémon im Team.
Create Password, Error. Create Password 123 Array. Nee, Passwort ist hier Terminator. Oh, ich hoffe, der Name passt zum Pokémon. Ja, das Pokémon passt zum Namen. Wie siehst du aus? Was bist du? Oh. Abra und Knuffenser. Das ich glaube, das nehme ich. Ich glaube, das nehme ich. Psychopoison. Inner Fokus und es kann sich ja viermal entwickeln. Knuffenser zu Utrigaria und Sazenia und dann Abra zu Kadabra und Simsala. Inner Fokus, der Pokémon ist protected from Flinching. Guter Spezialangriff, ja, und Psychic Poison. Moment, kann ich das? Ich kann ja nicht bei getauschten Pokémon, kann ich das ja nicht umdrehen, richtig? Das wäre was, aber ich kann mich, wenn ich mich richtig erinnere, ist das der Fall. Wo habe ich denn einen Reverser? Ich habe einen Linken Core, damit könnte ich sogar das weiterentwickeln. Okay. Gut. Oblivion möchte ich eigentlich noch behalten, weil ich habe das Gefühl, es hat sein volles Potenzial noch nicht erreicht. Ja, ein bisschen Training könnte das schon hier was austeilen. Aber Cthulhu ist halt auch eher schon stark und Waterfly, ja. Das hat mich halt hier jetzt wirklich schon gerettet. Psychic Poison. Hat es irgendeine Doppelschwäche? Lass mich gerade überlegen. Ich glaube nicht. Es hat eine Bodenschwäche. Eine Psychoschwäche, das ist dann ausgeglichen. Es hat eine Unlichtschwäche. Gut, meine Damen und Herren, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen. Habe ein paar neue Pokémon mir ertauscht. Wie ich jetzt da mein Team aufstellen werde, werde ich dann mehrmals offscreen und zwischen den Aufnahmen jetzt überlegen. Und ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Pokémon Infinite Fusion gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und dann geht es nächstes Mal Richtung neue Pokémon. Bis dahin sage ich ihr 93 Turbo. I love and entertain you. Tschüss and goodbye.